Herzlich willkommen im Namen des California Wine Institute. Ich bin Nadja Oerlein von Organized Communication Switzerland und begrüße Sie beim Launch des neuen und innovativen Schulungstools Capstone. Capstone ist ein Meilenstein für Kalifornien. Capstone ist spannend für Einsteiger, Fortgeschrittene und Weinfreaks aus allen Bereichen der Weinbranche. Egal, ob Sie in der Gastronomie, im Handel oder für die Presse arbeiten, E-Learning mit Capstone ist gerade aktuell ein geniales Instrument für uns alle. Wir werden Ihnen jetzt erst einmal die Plattform selbst in einem Video vorstellen. Honor Comfort, Alan Goldstein und Lee Mengstraw, die Capstone initiiert und in nicht einmal einem Jahr umgesetzt haben, werden Ihnen in ca. 15 Minuten erklären, wie die Plattform und Ihre Kurse aufgebaut sind und wie sie funktionieren. Dann übergeben wir direkt an Dietmar Meisenhölder von der Vinophilium Wine Academy, der die deutschsprachigen Capstone-Kurse durchführen wird. Und dann an unseren California-Experten Master of Wine Konstantin Baum. Über die Chat-Funktion können Sie jederzeit Fragen stellen. Sollten Sie nach unserer Veranstaltung noch mehr Informationen benötigen, können Sie sich auch gerne an mich wenden. Soweit in aller Kürze zum Ablauf unseres virtuellen Launches. Und dann kann es auch schon losgehen. I'm Honor Comfort, Vice President of International Marketing for California Wines, and I'm excited to present to you today our new online wine education platform, Capstone California. For the past year, we've been working with Master Sommelier Evan Goldstein and his business partner Lee Mengstraw at Full Circle Wine Solutions to develop a comprehensive wine education program exclusively for California wines, one that is both innovative and informative. California is the fourth largest wine region in the world, and there's growing curiosity about our wines around the globe. So we set out to create the definitive source of information on California wines, developed specifically by and for the international wine trade. At the core is a four-tier certification program that's both rigorous and exciting. We've supported this program with additional educational resources, including study guides, videos, aerial flyover maps of the major regions of California, and maps of every AVA across the state. In a moment, Lee Meng is going to walk us through this program in detail, but first, let's hear from Evan on some of his thoughts behind the Capstone program. The California wine industry has changed over the years in the sense that it's matured tremendously. I actually got into wine professionally in the late 60s, early 70s. During that period of time, there were literally, one went up to the Napa Valley, for example, probably about 8 or 10 spots that you could actually visit. Whereas today, you know, there's over 450 wineries operating today, so you couldn't hit all of them, even if you did one a day over the span of a year. And of course, with an expansion in terms of numbers of wineries, you have different grapes, more voices, more personalities, different styles. And obviously that all contributes, if you will, to the rich tapestry of what California wine is all about. This platform has a really comprehensive study of all of the California wine regions and all of the primary varieties. The chapter on California grapes is broken down into four levels. Think about it like going to university. You need to cover it all over 4 years. The first level is sort of an overview. Many grapes are going to be familiar to you as they're grown everywhere in the world. What's unique to California is our approach, creativity, innovation, and desire to make things in our own way, in our own style, with our own take. And that'll become clearer the more you learn. And now Lee Mengstraw, partner and founder at Full Circle Wine Solutions, is going to walk us through in detail capstonecalifornia.com, the learning hub for the Capstone program, and also the place where you can find the four-tier certification program on California wines. Hi everyone, my name is Lee Mengstraw, and I'm the founder and CEO of Full Circle Wine Solutions. Wine Institute has entrusted Master Sommelier Evan Goldstein and me to create and launch a state-of-the-art education platform, complete with a brand new certification program.
I'm delighted to share Capstone California with you today. So here's a deck to show you more about Capstone California, a comprehensive study of California wine presented by California Wines and Wine Institute. Capstone California is an essential tool for global wine professionals. We have here the definitive course on California wines, and we've prepared a rigorous and prestigious wine certification program. You can check us out by scanning this QR code here that will take you straight to the capstonecalifornia.com website. This was created by internationally recognized California wine experts. It presents not only curriculum, but also an in-depth study of California's wine regions and varieties. All of this will be presenting over time more and more multimedia content and also presented in multiple languages. As you go to capstonecalifornia.com, you will find a hub for not only the certification program, but also accessible study guides and resources for you if you're teaching about California wine or studying about California wine. We have an online and virtual event calendar, as well as updates and announcements from our offices from all over the world. And we have blog posts with contributors and video content as well. We have capstonecalifornia.com as a mobile responsive site. It's optimized so that you can see our content on a smaller screen and not be pinned to just a computer or a desktop. This allows this Capstone California to be available for individual study or for group study, and with translations coming soon in Japanese, simplified Chinese, French, Spanish, and much more. Capstone California's certification is available in four levels, starting with introductory level one. We have 6 hours of content in the introductory level, followed by the intermediate level with 20 hours of content and 22 modules. A tasting is required in level two. In level three, we have an advanced level with 50 hours of content and 26 modules. And by level four, there are 125 hours of content, 27 modules, as well as a tasting. And to become an ambassador level, this also includes a study, an immersion tour of California. Every single level of Capstone California features these 12 chapters. You will find history and lore, geography and climate, soils, grapes, viticulture and vinification, aging and maturation, wine law as it relates to California wines, the official classification of AVAs and subregions in California, the producers and vintages, as well as a business of wine section in every single level. And as you pass the final level exam in every single level, you will have a certificate at each level. When you complete the tasting requirements, you will also be able to receive these benefits. In introductory level one, you can expect a VIP access to a local California wine in person or online event. Additionally, in intermediate level two, you will receive complimentary passes to additional seminars. And in advanced level three, you can expect to have an invitation to an annual Capstone California alumni dinner and pin ceremony. And last but not least, we have an invitation to the immersion tour of Capstone California. So why get Capstone California certified? Number one, it will help you increase your knowledge and understanding of California wines. It will complement your wine certifications, even if you have WSET, MW, and MS already, and allows you to connect with other wine professionals from around the globe. We have internationally recognized wine educators to mentor as well, and you'll have an opportunity to taste some rare and hard-to-find California wines. We will help you refine your sensory abilities and wine analysis skills, and you will have exposure to this international wine community that we're building together.
Last but not least, we hope to improve your selling skills and enhance your value of selling California wines. In addition to the curriculum, you will find study guides under varieties and study guides under wine regions that will cover everything from history to terroir to signature varieties. I will show you a demo next. Here's a quick site demo to give you a taste of what Capstone California's website and curriculum platform is all about. Here at capstonecalifornia.com, we have four essential buttons up top: certification, study guides, resources, and about. If you go through the homepage, you'll also find a lot of content right here on the homepage from all of the different segments of the website, including a quick quiz or topics from our blog, upcoming events, and a place for you to enter in your information to get in touch with us. Here's the certification portion of our site. When you click on certification, you'll first see a landing page that summarizes what is being offered in each of these levels. We are also offering scholarships and local pricing for those who want to take classes with the certification program. Going from level 1 to level 2, level 3 to level 4, all of the course curriculum is laid out here, including the ambassador level 4 that has an immersion trip to California. In level 1, when you click on that, you will be taken to the level 1 curriculum platform. You can register here. I'm already registered as a student, so it'll take me to my dashboard where I can resume my course. And here, a student's progress is tracked with a tracking bar, and you can search a lesson, or you can go through each of these lessons one at a time. The very beginning, we introduce the desired learning outcomes of introductory level 1. Then we go into history and lore, where Master Sommelier Tim Gazer has written some of the key points of history in California wine. A student has to go through all 16 slides before they can continue to the next lesson. In the second lesson, also written by Master Sommelier Tim Gazer, there is a curriculum that covers 3 of the historical figures in level 1. And then before a student can move on to the next chapter, they will be required to complete a quiz. The quizzes are short, from 2 to 4 questions, and having at least a 50% pass rate will allow the student to go on to the next chapter. And as laid out previously, the chapters are here from 2 to 3, so on and so forth, all the way to level to chapter 11, and finally a final exam before a certificate can be provided. To finish off our presentation today, I'm going to show you how the other resources on our website work. You can see the study guides that we have here are sorted by regions as well as varieties. Under regions, each region has its own section where we have the region by the numbers and the region by overview, history, local terroir, signature varieties, benchmark wineries, as well as some partner links. You can always go back to learning more about another region by clicking from the top menu and going, for instance, to the next region. And the same kind of formatting exists with the detail behind every single region. Here in Sonoma County, again, we have the numbers, the overview, the history, and you can really go in depth into what some of the history is for each specific region, how it got its name, when it was established as a sub-region,
and also understand more about the geological influences of the terroir in that region. And as mentioned before, some tasting choices and benchmark wineries for you to review and get an understanding of that particular region. We also have a pronunciation guide that helps you pronounce some of these region names. Under varieties, these are varieties that are written by Master Sommelier Evan Goldstein. You can see that every single variety has a signature and styles section, history, wine growing regions, and in fact, some numbers that help explain each of the sub-regions where you can find Chardonnay in this case. And more varieties are also available, and every time you open a variety, you'll be taken through this mass of content in very palatable chunks where you can actually go into a food and wine pairing section and read about food and wine pairing, what kind of wine styles you'll find in Cabernet, and what are some different styles of food pairing guides you should expect from a lighter bodied Cabernet versus an aged 8 years plus decades old Cabernet. We also have a resources section where we have aerial maps, AVA maps, tasting mats, tasting note templates, and videos coming soon. Last but not least, in our About section, you can read more about the Capstone Project, and the Active blog will give you information written by some of our global writers, Jancis Robinson, Master of Wine here from the UK, talking about California's state of the state, some information about climate change, and again, with our video series, seeing an Oz Clark interview, for instance, with Elaine Chukka Brown, and Evan Goldstein's recommendation on some of the best wine writer resources to have. This is Capstone, California. We hope you enjoy this demo and enjoy our site. Thank you very much. Thank you so much for joining us today as we kicked off this launch of CapstoneCalifornia.com. The new wine education platform for California wines. We look forward to sharing this program with you, and we invite you to come and check out the website and investigate the new certification program. And we look forward to sharing more with you about California wines as we go forward. Thank you. Ja, einen schönen guten Tag hier aus Stuttgart und ganz viele liebe Grüße in die Schweiz. Zuerst einmal ganz recht herzlichen Dank, liebe Nadja, für die nette Begrüßung. Ich bin ganz stolz darauf, dass ich einer von 10 Educatoren in ganz Europa sein darf, um dieses tolle Capstone Education Program zu lehren und meine Freude am kalifornischen Wein allen mitzuteilen und mitzubringen. Warum passt das Capstone-Programm auch so gut zu uns? Wir hier in der Vinophilium Wine Academy bilden in 3 verschiedenen Ausbildungsgängen Sommeliers aus. Da ist natürlich die neue Welt und insbesondere Kalifornien immer ein großer Schwerpunkt. Desgleichen oder des Weiteren bin ich auch Educator von WACT. Und diejenigen von Ihnen, die diese Programme absolviert haben, die wissen alle, da ist auch Kalifornien immer ganz oben angesetzt. Und das ist für mich dann natürlich schön, mein Wissen auch auf die Art und Weise weitergeben zu können. Last not least, ich erinnere mich noch genau, das war so gut 20 Jahre her, als ich meinen ersten Opus One im Glas hatte. Und dieser Wein hat mich schon damals so elektrisiert und fasziniert, dass ich die Weine von Kalifornien nicht mehr aus dem Kopf bekommen habe. Ich habe plötzlich angefangen zu recherchieren, wo gibt es denn in Deutschland tolle Weine zu kaufen, und war fortan auch ein großer Fan von kalifornischen Weinen. Also Sie sehen, das ist schon eine ganze Weile her. Und natürlich nicht zu vergessen, hatte ich das ganz große Glück, noch vor der Corona-Pandemie Ende 2019 gemeinsam mit meiner Frau Kalifornien besuchen zu dürfen. Da hatten wir ganz tolle Einblicke in viele verschiedene Weinanbaugebiete,
zu vielen verschiedenen Weingütern und mittlerweile haben sich da ganz tolle freundschaftliche Beziehungen ergeben. Also von dem her, glaube ich, ist das für uns eine tolle Sache und hoffentlich natürlich für Sie auch. Ich darf heute so ein bisschen auf die Schweiz eingehen, wie wird es weitergehen, was sind die Auftaktveranstaltungen, ab wann dürfen Sie denn überhaupt teilnehmen? Doch zuerst würde ich gerne nochmals die Präsentation von Li Meng zeigen, die Sie schon gesehen haben, aber so ein bisschen mehr ins Detail gehen und natürlich dann auch auf die Schweizer Gegebenheiten eingehen. So, wir schauen uns die Präsentation nochmals an. Das ist klar. Warum Capstone? Nicht zu vergessen, Kalifornien ist wirklich weltweit die viertgrößte Weinanbauregion, zumindest mal nach den Produktionszahlen. Und Kalifornien stellt auch weltweit ein wachsendes Interesse an ihren Weinen fest. Und natürlich, Schulungen haben immer den Vorteil, was Menschen kennen, das kaufen sie auch oder verkaufen es gut. Der globale Rollout läuft sozusagen mit diesen Veranstaltungen jetzt weltweit los. Und wir sind ganz, ganz, ganz gespannt auf die Reaktionen. Wir selbst haben das Programm erst vor gut 2 Wochen kennengelernt. Die Website selber ist erst seit 2, 3 Tagen online. Und deswegen haben Sie ein bisschen Nachsicht mit uns, wenn mal alles nicht so ganz klar sein sollte. Es ist auch Neuland für uns. Das ultimative Schulungsprogramm. Warum? Es ist wirklich von ganz renommierten Experten erstellt. Wir haben eine ganz gründliche Wissensvermittlung über kalifornische Weinbauregionen, über verschiedene Rebsorten. Da muss ich sagen, trotz der Tatsache, dass ich auch Diplomaholder WSET bin, waren auch für mich viele Dinge noch neu. Und ich denke, da kann jeder davon profitieren. Je nach Ausbildungslevel gibt es viele detaillierte Dinge und spannende Dinge zu lernen und kennen. Was mir besonders gut gefällt, sind die Multimedia-Inhalte der Plattform. Sie haben also nicht nur Text, sondern Sie haben Grafiken, Sie haben Videos, Sie haben Luftbildkarten. Da gibt es wunderschöne Überflüge über die AVAs in Kalifornien. Das macht richtig Laune, damit zu lernen. Und das Programm ist in verschiedenen Sprachen übersetzt. Da komme ich nachher gleich noch drauf, was Deutschland bzw. die deutschsprachigen Länder und die Schweiz natürlich angeht. So, was ist Capstone? Es ist wirklich eine tolle Lernwelt, nicht nur für Studenten, nicht nur für Leute aus der Branche, sondern auch für Ausbilder, die diese Kenntnisse vermitteln wollen. Die Homepage, die Internetpräsenz ist immer top aktuell und spannend mit Ankündigungen, Veranstaltungen. Wir haben tolle Blogposts dabei und Fachpublikationen von sehr, sehr renommierten Mastern of Wine und Weinjournalisten. Was bietet Capstone California in der heutigen Zeit? Ganz klar, eine tolle Mobiloptimierung und Angebote sind so gestaltet, dass sie online entweder im Einzelunterricht oder auch im Gruppenunterricht, im Präsenzunterricht gestaltet werden können. Dazu erkläre ich aber später noch was. Deutsche Sprache, gehe ich doch gleich drauf ein. Also es wird so sein, dass die Plattform selber vorerst in der englischen Sprache bestehen bleibt, aber die Levels 1 bis 2 werden auf jeden Fall ins Deutsche übersetzt, sodass also die deutschsprachigen Länder dann auch ihre eigenen Folien nutzen können. So, es gibt sozusagen als Enzyklopädie, als Backbone des Wissens, gibt es sogenannte Study Guides, Studienführer, die natürlich die Rebsorten im Fokus haben, erstellt von Evan Goldstein und anderen Experten. Und das geht tatsächlich richtig tief in die Geschichte der Rebsorten. Wie kamen die Rebsorten überhaupt nach Kalifornien? Wie sind die Signaturstile? Was macht einen Cabernet von den Santa Cruz Mountains aus? Wo ist der Unterschied zum Napa Valley? Benchmark-Produzenten, also das sind wichtige Produzenten, die entweder eine historische Bedeutung haben oder die eben besonders tolle Weine in einem bestimmten Stil auf die Flasche bringen. Study Guides, habe ich erzählt, Weinregionen sind ähnlich aufgebaut. Das sind wirklich ganz, ganz, ganz tiefgehende Details, wenn man sie denn lernen möchte. Die sind aber nicht unbedingt notwendig, um die Prüfungen zu bestehen. Also alles, was Sie in den Ausbildungslevels finden, in den Präsentationen, im Online-Lernmaterial, ist immer ausreichend, um auch diese Final Exams zu bestehen. Und die Enzyklopädien, die Study Guides sind dafür gedacht, für diejenigen, die noch was nachlesen wollen und vertiefen wollen, können dann dieses nutzen.
Das geht natürlich auch wieder von geschichtlichen Abriss über Terroirs, Rebsorten bis hin zu aktuellen Blogspots und Themen. Wir schauen uns das nachher gleich mal live an in der Internetpräsenz und dann können Sie sehen, wie spannend das gestaltet ist. Zum Schulungsprogramm selbst, das ist also weltweit gleich angedacht. Es gibt 4 Levels und es geht los mit dem Introductory Level, das ist wirklich Basiswissen. Sie sehen, hier steht 6 Stunden. 6 Stunden bedeutet, das ist die eigene Vorbereitungszeit, die Sie benötigen, um das Final Exam zu bestehen. Ich muss sagen, wenn Sie da straight unterwegs sind, dann reicht die Zeit auch. Ich bin immer so ein bisschen neugierig, habe dann den Weinatlas neben mir und blättere, schaue auch mal ins Oxford Wine Lexikon und dann braucht man natürlich ein bisschen mehr Zeit. Aber keine Bange, also die Zeitvorgaben sind realistisch. Aufgebaut ist es dann so, dass der Level 2 natürlich noch tiefer in die Rebsorten geht, in die Weinbauregionen und dann sind es aber auch schon 20 Stunden Vorbereitungszeit mit 22 Modulen und Level 3 und 4 ist dann sozusagen noch Richtung Expertenlevel das ultimative Wissen. Was Sie auf jeden Fall auch wissen müssen, es ist jeweils ein Tasting erforderlich. Also wir werden in Stuttgart für Deutschland zum Beispiel und in der Schweiz, da komme ich darauf, auf jeden Fall Zürich und Bern Kurse anbieten im Präsenzunterricht. Währenddessen wird nochmal die Theorie ein bisschen wiederholt und dann werden wichtige Signaturstile verkostet. Und dieses Seminar müssen Sie auf jeden Fall, an dem müssen Sie teilnehmen, um auch nachher das Final Exam zu bestehen. So, wie sind denn die einzelnen Kapitel aufgebaut? Also jedes Level ist in 12 Kapiteln gefasst und geht los mit einem geschichtlichen Abriss. Erzählt auch so ein bisschen von Legenden, das fand ich ganz spannend, dass zum Beispiel der große Weinbaupionier Agustín Harasti ein ganz bitteres Ende genommen hat. Der ist in Nicaragua in einem Fluss ertrunken und wurde dabei auch noch von Alligatoren angefallen, also ein doppelt böses Schicksal. Sowas kann man dann auch nachlesen und das fand ich dann wirklich auch recht interessant. Geografie und Klima, auf jeden Fall eine wichtige Geschichte, das gehört dazu, Boden zum Terroir und so weiter. Ausbau und Reifung, in Amerika immer oder in Kalifornien immer heiß diskutiert, ist es französische Eiche, ist es amerikanische Eiche, auf sowas wird natürlich eingegangen. Weingesetz, soweit es dann Kalifornien angeht, offizielle Klassifikationen, was sind die wichtigen AVAs, was sind die wichtigen Produzenten, das Jahrgangskonzept, da geht es darum, wie laufen die Wachstumsperioden im Jahr ab und was macht einen Jahrgang zu dem, was er ist, was passiert, wenn ich einen heißen Jahrgang habe, was passiert, wenn ich einen trockenen Jahrgang habe, einen kühlen Jahrgang, um einfach die Jahrgangsunterschiede besser erläutern zu können. Weinmarkt gehört dazu, Zahlen, Daten, Fakten, da muss jeder durch. Da geht es darum, wie viele Produktionsmengen werden erzeugt, welche Produktionsmengen, wie groß sind die einzelnen AVAs, was wird exportiert, was wird importiert, das ist auch ganz wichtig. Und last not least, Final Exam, die Abschlussprüfung ist immer Kapitel 12 und bei den ersten Levels als Multiple-Choice-Aufgabe angeboten. So, wie erhalten Sie denn Ihre Zertifikation? Sie sollten natürlich oder müssen jede Stufe des Capstone-Lehrplans durchgehen. Sie müssen Online-Tests zunächst bestehen. Das werde ich Ihnen gleich zeigen. Also im Englischen steht das so schön dran, Quizzes, aber es ist für mich schon mehr als ein Quiz, also so ein leichtes Ratespiel, sondern das sind teilweise sehr anspruchsvolle Fragen dabei. Und Sie müssen jeweils 50% der Aufgabe der Fragen bestehen. Das sind immer je Kapitel ungefähr 2 bis 4 Fragen. So, und dann nach Bestehen des Zertifikats, dann dürfen Sie zunächst mal eine gute Flasche kalifornischen Weins öffnen und erhalten dann automatisch den Zugang zum nächsthöheren Level. Dazu gibt es ganz attraktive Geschichten für die Absolventen, zum Beispiel kostenlose Teilnahme an Veranstaltungen von California Wines. Selbstverständlich gibt es tolle Tastings mit Raritäten, Seminare und so weiter. Das hängt natürlich dann vom Abschluss ab. Und am höchsten Level, am Ambassador-Level, die so weit gegangen sind und so eine harte Zeit hinter sich gebracht haben, dann und hoffentlich auch lehrreiche, die dürfen dann auch vor Ort in California Weine verkosten.
So, abschließend nochmal zusammengefasst, was bietet Ihnen die Capstone-Zertifizierung? Es ist klar, zunächst mal eine Wissensvertiefung und es hebt das Verständnis oder das eigene Verständnis für kalifornische Weine. Ich selbst habe es erwähnt, ich bin Diplomaholder WSET, konnte noch einiges oder kann einiges mitnehmen und ich bin überzeugt davon, dass auch ein Master of Wine wie Konstantin Baum, unser Ambassador, den wir nachher live erleben dürfen, oder auch Master Sommeliers noch das eine oder andere mitnehmen können. Netzwerken, ganz wichtig heutzutage weltweit mit anderen Weinprofis. Sie werden vom Level abhängig auch tolle Raritäten verkosten dürfen. Und worauf ich besonders Wert lege als Educator, ist sozusagen die Weinverkostung, die Weinsensorik. Und ich hoffe, dass Sie da auch so ein bisschen was aus meinem Unterricht dann mitnehmen können. Last not least sollte es so sein, dass Sie Ihren eigenen Marktwert natürlich steigern dadurch, wenn Sie so viele Mühen auf sich genommen haben. Aber das Ganze soll natürlich auch Spaß machen. So, jetzt kommen wir ganz konkret, geht es in die Schweiz, Seminargebühren. Also Sie haben vorhin vielleicht schon gesehen, als Liming Stroh die Plattform präsentiert hat, da stehen dann Preise dran, die sind nicht für den europäischen Markt gedacht. Sie bekommen, wenn Sie sich über uns anmelden, über die Vinophilium Wine Academy, deutlich attraktivere Preise. Das Anmeldeprozedere erkläre ich nachher. Und deswegen sehen Sie auch hier zum Beispiel Introductory Level. Da werden wir eine Verkostung von 8 Weinen anbieten und die wird in der Schweiz 100 Franken kosten. Beim Level 2, der wird bei 150 Franken liegen. Da verkosten wir ca. 15 Weine und das wird ein Tagesseminar sein. Beim Level 1 wird es ein guter halber Tag sein, aber wie gesagt, ich werde die Theorie, die wichtigen Dinge nochmals wiederholen. Und es macht natürlich Sinn, solche Dinge zu besuchen, wenn Sie kurz vor dem Final Exam stehen. Advanced Level 3 kann ich soweit nur sagen, in Deutschland wird er 250 Euro kosten. Der Preis für die Schweiz wird noch mitgeteilt. So, wo werden wir unterrichten? Ich habe es vorhin kurz erwähnt. In Zürich natürlich, auf jeden Fall. Auch in Bern, in der deutschsprachigen Schweiz. Sie werden jeweils Ihre Kursunterlagen online erhalten. Mit dem Verkostungstraining werden wir voraussichtlich ab Juni 2021 starten. Und das Schöne für mich natürlich, Stuttgart in Süddeutschland ist relativ nah an Ihnen dran und da freue ich mich schon auf zahlreiche Begegnungen mit Ihnen. Ein persönliches Angebot für die Registrierung von Level 1 und 2 bekommen Sie über California Wines Schweiz in der nächsten Zeit zugesendet und dann werden Sie auch erfahren, wie Sie sich praktisch anmelden können. Ein schönes Goodie darf ich Ihnen heute schon mitteilen. Alle diejenigen, die jetzt heute live beim Launch-Event dabei sind, bekommen den Level 1 kostenlos. Das finde ich eine tolle Sache. Und vielen Dank auch an California Wines für diese Großzügigkeit. So, nochmals, wo können Sie sich anmelden? Das ist bei uns über Vinophilium Wine Academy. Den Link werden Sie auf jeden Fall noch zugesendet bekommen. Unter California Wines finden Sie dann alles Wissenswertes über das Anmeldeprozedere, über die Plattform. Und Sie melden sich ganz offiziell über die Wine Academy dann für den California Wines Level 1 und zunächst auch Level 2 an. Aber wie gesagt, das folgt noch später. Wir brauchen ganz kurz jetzt für einen technischen Umbau. Jetzt bitte ich mal die Diana zu mir, die kurz vorbereitet, dass ich die Online-Präsenz starten kann. Das ist ja das Spannende an der Geschichte. Was Sie jetzt dürfen, ist die Weine einschenken. Also wer es noch nicht getan hat, sollte das spätestens jetzt tun, damit Sie ein bisschen atmen können und damit Konstantin dann nachher aus dem Vollen schöpfen kann. Wir haben die Weine schon bestimmt vor anderthalb Stunden geöffnet. Die präsentieren sich wunderbar. Also wer es noch nicht getan haben sollte, der darf jetzt bitte die schönen Miniaturfläschchen nehmen. Und vielen Dank. Und darf dann die Weine einschenken. Und natürlich, wer mag, auch so neben meinem Vortrag schon ein bisschen schnuppern dran. Ich denke, alle sind natürlich scharf jetzt auf diese Präsentation nachher von Konstantin. Ich gehe mit Ihnen nochmals kurz über Capstone California. Wir sind jetzt live sozusagen auf der gerade eröffneten Plattform. Limeng hat es ja vorhin auch schon erzählt. Wir haben hier 4 Buttons. Certification, da geht es tatsächlich um die
Ausbildungslevels, da finden Sie alles Notwendige. Study Guides, also sozusagen die Nachschlagewerke, die sehr detaillierten Nachschlagewerke, die die Rebsorten behandeln, die Anbaugebiete. Resources, da gibt es so wichtige Dinge, da können Sie AVA-Karten downloaden, da können Sie für Kostungssets Unterlagen downloaden, da finden Sie Videos zum Download etc. Und About gucken wir uns nachher zum Schluss an. Da geht es nochmals ganz kurz ums California Wines Institute und eben um Capstone als solches. Ich nehme Sie jetzt mal mit in die Certification, also in das vierstufige Programm. Sie sehen hier, das ist auch nochmals, deswegen habe ich es erwähnt, Introductory Level 1, 6 Stunden. Hier sehen Sie so ein bisschen schon, um was es geht. Was macht Kalifornien zu Kalifornien? Natürlich, ganz klar, der Einfluss vom Pazifik. Es gibt Gebirgsketten, die eben diesen Einfluss auch etwas mildern oder abschirmen. Es geht natürlich um Basiswissen von Weinbau und Kellerwirtschaft. Es geht darum, die wichtigsten American Viticultural Areas kennenzulernen. So zum Beispiel gehört natürlich dazu Napa, Sonoma, Santa Barbara, das ist ganz klar. Und so ein paar Iconic Wineries, ein paar wichtige Top-Produzenten stehen natürlich auch auf dem Lehrplan. Wir schauen uns das gleich mal auch an. Zunächst will ich noch kurz den Unterschied erklären zum Level 2. Beim Level 2 geht es schon bereits in die Tiefe. Am Anfang hören wir nur, aha, es gibt Gebirgszüge, was die machen. Und dann geht es natürlich gleich in die Vollen, die Mayakama Mountains, Waka Range und so weiter. Da müssen Sie dann auch wichtige Flüsse kennenlernen, San Pablo Bay und so weiter, die einen großen Einfluss auf Los Caneros zum Beispiel hat. Das alles steht dann da drin. Dann geht es auch viel mehr in den Weinbau. Da wird sozusagen die Arbeiten im Ablauf des Jahres werden besprochen, vom Austrieb über Blüte, Veraison und so weiter. Unterstützungssysteme sind ein Thema. All das, was Sie vielleicht auch schon von Ihren bisherigen Qualifikationen kennen. Dann, ich habe es vorhin erwähnt, French versus American Oak, immer ein großes Thema. Und dann gibt es noch weitere Appellationen wie Lowdy zum Beispiel. Beim Level 3 sind es dann plötzlich noch Sparklings, also die Schaumweine, die wurden bis dato nicht behandelt, und Roséweine. Und dann für die ganz Wilden unter Ihnen, die Experten, die es wirklich wissen wollen, dann geht es auch in seltenere Rebsorten und auch in Klonenselektion der einzelnen Rebsorten und so weiter und so fort. Also Sie sehen, es ist für jeden was dabei, und ich bitte Sie einfach auch den Level 1 ernst zu nehmen. Da gibt es schon auch ein paar knifflige Fragen, wo man richtig überlegen muss, obwohl ich selbst bin einer, der guckt immer alles genau an, aber dann plötzlich beim Quiz, ups, okay, jetzt muss ich aber nochmal genau nachdenken, und Gott sei Dank, es hat geklappt. Wir schauen uns mal den Level 1 an. Ich habe ja erwähnt, dass Sie sich dann speziell anmelden müssen. Es hat jeder Student hat sein eigenes Dashboard sozusagen, sein eigenes Steuerelement, und dann sehen Sie hier links oben Ihren eigenen Fortschritt innerhalb des Levels, also 96% in dem Fall, fast fertig, und dann sehen Sie hier immer diese Häkchen links und sehen dann, wo Sie stehen und was Sie vielleicht nochmals wiederholen müssen, beziehungsweise was Sie denn alles noch vorhaben. Und wie schon erwähnt vorhin, es sind immer genau 12 Kapitel pro Level. Das hier, wenn ich hier drauf gehe, California's Unique Geography and Wine, das ist natürlich wichtig, die Geografie, das ist sozusagen eines der 22 Module. Da sehen Sie dann solche Zahlen, wie lang ist die Küstenlinie, was sind die wichtigen Rebsorten dort etc. Klimaeinflüsse, natürlich ganz klar, der kalifornische Strom ist da immer eine wichtige Sache. Und so weiter. Was ich spannend fand zum Beispiel, ich bin immer einer, der Boden, der wissen will, worauf wachsen die Rebsorten und warum ist es so, was ist der Einfluss der Böden. Und dann ist es, finde ich, teilweise für ein Level 1 schon ganz schön in die Tiefe gehend, wenn dann die Verwitterung erklärt wird, ist die mechanisch oder chemisch, dann gibt es so schöne Bilder auch von Basaltböden und natürlich ein Quiz. Und Sie sehen hier dann selber,
mit welcher Rate Sie bestanden haben. Also wenn Sie die Sachen gut anschauen, dann ist es überhaupt kein Thema. Dann werden Sie auch die 100 Punkte schaffen. Es sind immer 2 bis 4 Fragen. So geht es dann ganz durch bis ganz zum Schluss. Und ganz zum Schluss kommt dann das große Thema Final Exam. Und wenn Sie das haben, werden Sie automatisch freigeschaltet auf den nächsten Level. Also, jetzt haben Sie mal einen kleinen Eindruck bekommen und es dauert auch nicht mehr lange, dann dürfen Sie selber mal rumprobieren und auch mit dem Lernen anfangen. Wir gucken uns jetzt noch die Study Guides an. Es sind hier 3 Unterpunkte, also die Regionen, Rebsorten und wichtige aktuelle Themen. Ich gehe nochmals auf das Napa Valley. Was ich ganz sinnvoll finde, vor allem für uns als Nichtmuttersprachler, dass es hier so einen Button gibt, wo Sie dann zum Beispiel die Aussprache dann abhören können. Das ist bei Napa vielleicht noch ganz gut, aber wenn Sie dann Lodi, wie heißt denn wirklich, vor sich haben, dann klicken Sie drauf und dann kommt eine schöne weibliche Stimme, die sagt Ihnen dann, das heißt Lodi. Also ich finde es für Nichtmuttersprachler, wie gesagt, ganz gut. Dann, was ich schön komprimiert finde, ist dieser Download-Guide. Da haben Sie die Möglichkeit, dann eben eine PDF runterzuladen, da sind die wichtigsten Schlagworte drauf und jede Region ist dann so aufgebaut, Sie haben natürlich Statistiken, wie viele AVAs gibt es, wie viele Weingüter, welches ist die Rebfläche, die bestockt ist und so weiter, wichtige Rebsorten natürlich, Ernteberichte und dann ist es tatsächlich so, wenn Sie hier in die Historie gehen, können Sie dann schauen, aha, was war denn 1976 Judgment of Paris, dann gucken wir mal, was hat das mit zum Beispiel mit dem Napa Valley zu tun und das sind immer so schöne Timelines, die Sie dann anschauen können, das finde ich klasse. Local Terra, das ist was für mich als Bodenfreak, beziehungsweise derjenige, der sich immer interessiert, wie ist auch das Klima dort, ganz gut für das Napa Valley erklärt. Und für diejenigen, die es ganz genau wissen wollen oder müssen, die gehen dann zum Beispiel auf Rutherford, eine meiner Lieblingsappellationen dort, und dann sehen sie, aha, wie ist individuell das Klima dort, wie sind die Temperaturen, wie sind die Böden und welchen Einfluss hat das Ganze auf die Trauben, die dort wachsen. So, ganz klar, Signature Varieties, auch wichtig. Was sind die wichtigsten Rebsorten? Und was ich spannend finde, Sie sehen dann zum Beispiel auch immer die Preise, die per Tonne aufgerufen wurden. Also in dem Fall für Cabernet sind es immerhin 8.000 Dollar. Das können Sie so ungefähr vergleichen mit dem, was in Spitzenlagen in der Champagne bezahlt wird, wenn Sie es umrechnen. So, Benchmark Wineries ist klar, habe ich erwähnt. Das sind die wirklich auch historisch Bezug haben und andere Top-Produzenten. Und was ich noch weiterempfehlen möchte, sind die sogenannten Partnerlinks. Da sehen Sie dann zum Beispiel hier weiterführende Links zu Oakville Winegrowers, Yountville Appellation und so weiter. Das heißt, wenn Sie also noch tiefer eintauchen wollen ins Napa Valley, dann können Sie sich weiter verlinken lassen. So. Dann geht es nochmals zurück zu den Study Guides. Und zwar möchte ich Ihnen gerne jetzt nochmals die Rebsorten anzeigen. Da gehe ich dann, Sie ahnen schon, auf den Zinfandel, was ganz Typisches und Autochtones. Sie hatten ja vorhin schon einen kleinen Einblick von Limeng in den Chardonnay. Und beim Zinfandel sehen Sie jetzt hier, es geht immer gleich los, Zahlen, Daten, Fakten. Was ist die Gesamtrebfläche und was ist der prozentuale Anteil in Kalifornien? Dann sehen Sie hier das Aromen- und texturale Profil. Das finde ich wirklich sehr anschaulich, kann man sehr anschaulich demonstrieren und darstellen. Also da geht es um Säure, Alkohol und so weiter. Und Aromen- und Geschmacksnoten sind dann genau aufgegliedert, das Reifungspotenzial und so weiter. Und das ist immer gleich durchgängig aufgebaut. Historie, es sollte jetzt eigentlich gerade erscheinen, tut es nicht, dann erzähle ich es ein bisschen weiter. Die Historie zeigt dann zum Beispiel, was war 2001 mit dem Zinfandel und dann wird erzählt, Davis University hat jetzt definitiv bewiesen,
Es ist so, dass die Rebsorte mit Primitivo identisch ist, beziehungsweise die gleichen Elternteile hat. Und so können Sie dann die Timeline durchklicken. Wenn wir weitermachen, es geht doch noch was, die Timeline haben wir schon, dann machen wir weiter und schauen uns die Wine Growing Areas an. Ich hoffe, dass es jetzt ein bisschen besser funktioniert. Ansonsten müssen Sie halt mir ein bisschen mehr zuhören. Dann ist es untergliedert. Hier sehen Sie, wie viel Zinnfandel wird in Kalifornien wo angebaut, in welchen Counties. Und dann geht es natürlich auch, können Sie wieder reinklicken. Zum Beispiel, ich bleibe jetzt bei Napa Valley. Da haben Sie sogar unterschieden. Was ist der Unterschied zwischen den Appellationen im Tal und denen im Hang? Das sind natürlich teilweise wirklich signifikante Unterschiede in den Stilistiken und die sind hier genau erklärt. So, dann finde ich auch fürs Lernen ganz wichtig, um eine Rebsorte zu verstehen, wie verhält die sich im Weinberg, wie ist die Wüchsigkeit, wie gut passt die sich der Umgebung an, wie ist der Wachstumszyklus, wofür ist sie anfällig, für welche Krankheiten und kann dann tatsächlich auch nochmal gucken, was einen da besonders interessiert. Das gleiche Working by Hand, also die Optionen, die der Winemaker hat, was kann der mit der Rebsorte alles anfangen, welche Stile zum Beispiel werden produziert, vom Weinzinfandel über natürlich auch Desert Wines, Sweet Wines. Und dann können Sie tatsächlich reinklicken und gucken, was kann jetzt der Winemaker mit dem Holz tun. Ich klicke nicht rein, weil ich Angst habe, dass mir sonst Internet vielleicht wieder flöten geht. Aber Sie wissen, um was es geht. Benchmark Wineries, ganz wichtig auch, was sind die Top-Produzenten. Und für diejenigen unter Ihnen, die jetzt zum Beispiel auch Sommeliers sind, denen auch das Thema Food Pairing sehr am Herzen liegt, das ist, finde ich, auch sehr gut gestaltet. Dann sehen Sie die einzelnen Stile und können dann schauen, was sollten Sie vermeiden oder was passt unbedingt, was ist ein No-Go. Und dann können Sie durchklicken sozusagen vom White-Zinfandel bis zum Big-Bone-Zinfandel und können dann genau gucken, hier nochmals untergliedert, was passt besonders. Und für diejenigen unter Ihnen, die gerne kochen oder auch ein Restaurant haben, gibt es auch noch tolle Rezeptvorschläge mit Bildern. Das ist auch, finde ich, sehr gut gelungen und auch grafisch gelungen. Sie sehen, es ist für jeden etwas da. Letzter Punkt bei den Topics, und dann sind wir auch bald durch. Wir haben hier aktuelle Blogposts mit Themen wie Kalifornien und Klimawechsel und so weiter. Also für diejenigen, die auch ganz aktuelle Dinge lernen möchten, sind da richtig gut aufgehoben. Bei den Ressourcen ist es so, da können Sie dann Dinge downloaden. Sie ahnen schon, jetzt steht noch ganz häufig auch Coming Soon dran. Die Homepage ist jetzt online gegangen und deshalb muss man vielleicht noch auf das eine oder andere warten. Was man aber downloaden kann, sind zum Beispiel tatsächlich Karten von AVAs, von den Weinbauappellationen. Dann für Verkostungen haben Sie Verkostungsunterlagen, Verkostungsanleitungen, wenn Sie auch schon zu Hause mal üben wollen, bis Sie dann in den Unterricht dürfen. Und last not least auch ein Video. Ich komme zum letzten Punkt von meiner Präsentation, About. Da können Sie dann sehen, warum es überhaupt beim California Wines Institute geht, was steckt hinter Capstone, das können Sie alles nochmals nachlesen. Es ist auch mit einem Video untermauert. Und jetzt kommt das, worauf Sie sicher alle schon lange gewartet haben. Konstantin Baum, Master of Wine, macht sich bereit. Ich bin ganz froh, dass ich an seiner Seite heute den Launch-Event bestreiten darf. Ich hatte das Vergnügen, mit Konstantin schon die Train-the-Trainer-Session zu absolvieren. Wir hatten also die Weine auch alle schon im Glas und haben die Weine mal für Sie auch vorverkostet. Konstantin wird jetzt sein geballtes Know-how als California Wines Ambassador an den Tag legen und wird Sie durch die Verkostung führen. Und nachher, Sie haben es gehört, auch von Nadja Oehrlein, Sie dürfen Ihre Fragen bereits jetzt stellen in den Chat und wir versuchen die nachher gemeinsam oder je nachdem, welches Gebiet behandelt, werden wir die Fragen dann für Sie individuell beantworten, so gut es geht. Doch nun, sicherlich für die meisten von Ihnen das Highlight des Launch-Events. Bitte, Konstantin.
Vielen Dank, Dietmar. Schönen guten Tag allerseits. Grüß Sie miteinander. Darf ich vielleicht auch sagen mit meinem schlechten Schweizer Akzent. Ich freue mich auch ganz besonders, hier heute zu sein und bin begeistert davon, dass Capstone jetzt wirklich startet und wirklich live geht. Ich habe das Ganze die letzten Wochen und Monate so ein bisschen rudimentär mitverfolgt, aber bin jetzt natürlich total begeistert über das, was dabei rausgekommen ist und bin gespannt darauf, was wir damit noch alles anstellen können. Aber es ist ja so diese Vermittlung des Wissens, die uns interessiert hält am Thema Wein. Aber was uns wirklich begeistert, ist der Wein selber. Von daher konnten wir diese Veranstaltung auch nicht machen ohne eine Verkostung von 8 verschiedenen Weinen. Wir haben uns bewusst dafür entschieden, verschiedene Stilistiken hier zu repräsentieren. Außerdem haben wir auch verschiedene Kategorien, Preiskategorien und natürlich auch ganz unterschiedliche AVAs, ganz unterschiedliche Herkünfte hier vor uns stehen. Und ich hoffe, Sie sind alle Dietmars Vorschlag gefolgt und haben die Weine schon ein bisschen früher eingeschenkt, weil die Weine dann auch so ein bisschen mehr Luft gebrauchen können. Und dann können wir loslegen. Ich bin auch natürlich gespannt auf Ihre Kommentare, Ihre Fragen und Vorschläge, die wir am Ende der Verkostung versuchen, alle zu beantworten. Also legen wir los. Der erste Wein, mit dem wir anfangen, die Weine sollten in der richtigen Reihenfolge im Paket gelegen sein, aber Sie haben ja auch diese Unterlagen, auf denen die Weinnummer nummeriert sind und auch nochmal die Liste mit den genauen Weinen. Aber der erste Wein, mit dem wir anfangen, ist der 2008er Deloge Russian River Pinot Noir. Daneben haben wir noch einen Pinot Noir, den Au Bon Climat. Und die beiden Weine wollen wir so ein bisschen im Gegensatz zueinander verkosten. Es sind halt auch zwei sehr unterschiedliche Stilistiken, die auch aus zwei sehr unterschiedlichen Ecken kommen. Was sie aber eint, ist, dass sie beide eigentlich von Pionieren der kalifornischen Weinszene gemacht wurden. Und das ist auch immer noch was mich an Kalifornien sehr begeistert. Die Tatsache, dass man die Pioniere der Szene, anders als in Deutschland, in der Schweiz ist es sicher auch so, oder in Burgund, dass man in Kalifornien die Pioniere tatsächlich noch anfassen kann, dass sie noch da sind, man noch mit denen reden kann, mit den Leuten, die Weinbranche für immer geprägt haben. Von daher, die Deloge-Familie war eins der ersten Weingüter, die sich dazu entschlossen haben, einen Russian River Wein zu produzieren. Und so ist dieser Wein auch ein Russian River Pinot Noir. Russian River ist sicherlich eine der bekanntesten Anbaugebiete für Pinot Noir in Kalifornien mittlerweile. Die Weine sind von der Stilistik sehr prägnant, sehr Russian River mäßig. Man hat hier im Sonoma, also relativ weit im Norden von Kalifornien, nördlich von San Francisco, hat man einen relativ starken Einfluss durch den Pazifik, der durch das Petaluma Gap reinströmt und hier die Weinberge abkühlt. Und so gedeihen Cool Climate Grape Varieties, also Rebsorten, die sich besser in kühleren Gefilden, wachsen, gedeihen dort besonders gut. So hat man hier auch keine Fruchtbombe im Glas, sondern für mich dominieren hier ganz klar die Erdbeerfruchtaromen. Man hat sehr, sehr viel Frucht, sehr, sehr viel pure Fruchtaromen. Man hat auch so einen Touch Coca-Cola. Das ist auch was ich in Russian River oftmals begegne in den Weinen. Das sagen selbst auch die Winzer über ihre Weine. Von daher muss man sich gar nicht schlecht fühlen, wenn man dieses Aroma verwendet in der Weinbeschreibung. Es ist für mich einfach ein klassisches Aroma, was man so ein bisschen findet. Man hat leichte Würznoten auch von der Holzreifung. Also hier das Holz definitiv nicht sehr präsent, sondern eher im Hintergrund sehr gut integriert in die Fruchtaromatik. Und so ist der Wein eigentlich schön balanciert, sehr, sehr klassisch für das Russian River Valley. Am Gaumen haben wir Kraft und Fülle, Konzentration. Man hat so ein bisschen dieses samtige, geschmeidige, was man von Pinot Noir in Kalifornien so ein Stück weit erwartet. Und damit möchte ich auch gleich zum nächsten Wein weitergehen, den Au Bon Climat, ein Weingut eher im Süden von Kalifornien, in Santa Barbara. Auch wieder ein Weingut, das von einem der absoluten Pioniere der Szene geführt wird, Jim Clendenin. Wird auch der Wild Boy genannt, weil er halt einfach ein ziemlich verrückter Typ ist. Das sieht man ihm auch gleich an, wenn man ihn auf einem Foto sieht. Und als er 1982, als ich gerade geboren wurde,
dort sein Weingut gegründet hat, hat wohl keiner gedacht, dass Santa Barbara wirklich großartig für Pinot Noir sein kann. Was dort einfach besonders ist in der Ecke, ist, dass die Bergketten, die im Norden, also weiter nördlich, den Pazifikeinfluss ziemlich stark abgrenzen, die sind, verlaufen dort anders, die machen einen Knick, gehen sideways, so wie auch der berühmte Film, der auch so ein Stück weit zum Pinot Noir-Boom in Kalifornien beigetragen hat, heißt. Und dadurch strömt die Pazifikluft direkt ins Inland, kühlt die Weinberge dort ab. Und so ist es möglich, dass man kurz vor den Toren von Los Angeles, wo es eigentlich ziemlich warm ist, recht kühle Stilistiken machen kann. Weine, die frisch und lebendig sind. Und so ist der Wein auch, benannt nach seinem Sohn Knox. Ich habe es meiner Frau noch nicht gesagt, aber wenn ich meinen Sohn haben werde, wird er auch Knox heißen, finde ich ein großartiger Name. Aber hier hat man halt einfach eine sehr präsente Aromatik, also der Wein duftet intensiv nach Brombeere, man hat auch so ein bisschen wieder diese Schwarzkirsch-Aromatik, fein integriertes Holz, ein bisschen mehr Barrique-Einfluss als beim ersten Wein, beim Deloge, aber durchaus wunderbar integriert in den Wein. Der Wein ist aber auch noch wirklich sehr jung, also die Weine von Jim können sehr lange reifen und diesen Wein kann man sicherlich 10 Jahre weglegen und er schmeckt sogar noch besser wahrscheinlich. Im Gaumen volle Konzentration. Man merkt hier auch die Jugend des Weins, also durchaus für den 2016er noch sehr, sehr frisch und jung. Man merkt aber auch die Frische der Pazifikluft, die hier deutlich zu spüren ist. Außerdem sicherlich auch die Qualität der zwei Weinberge, von denen die Trauben kommen. Bien Nacido, einer der absoluten Superstar-Weinberge in Kalifornien, und dem Aubon Climat Weinberg selber. Ja, wenn ich vielleicht noch was ergänzen darf. Es ist ja so, in Kalifornien, ich weiß nicht, ob Sie es wissen, gibt es ja so das Konzept der Tasting Rooms. Also es ist nicht unbedingt üblich, dass man direkt aufs Weingut kann. Natürlich mit by appointment only, da geht es schon. Das funktioniert natürlich noch besser, wenn man ein MW nach seinem Namen hat. Das ist ganz klar, da hat der Konstantin sicherlich viel erleben dürfen. Aber ich selber hatte zum Beispiel Aubon Climat die Erfahrung, ich war im Tasting Room in Santa Barbara direkt. Und das sind immer sehr schöne und auch teilweise wirklich edle Einrichtungen. Weingüter bieten ja auch sogenannte Club-Memberships an. Da kann man sich dann kann man Weine subskribieren für einen guten Preis und bekommt dann jährlich seine Pakete. Und da gibt es so richtige Launch-Zonen, wo dann die sehen also wirklich Five-Star-Superior-mäßig aus in den Tasting-Rooms. Und das ist eigentlich gang und gäbe, auch in Sonoma zum Beispiel, da ist ein Tasting-Room nach dem anderen. Sie sehen richtig die großen Namen, ein Schild am anderen, und das funktioniert dort wirklich ganz gut. Also wie gesagt, auf die Weingüter kommt man nicht unbedingt immer ganz gut. Also wenn Sie gute Beziehungen haben, dann funktioniert das schon ganz gut. Natürlich gibt es auch tolle und berühmte Wineries, die auch touristische Führungen anbieten. Das ist ganz klar. Robert Mondavi zum Beispiel. Aber normalerweise geht es über die Tasting Rooms. Ja, obwohl, wenn man dann mal vor Ort ist und das nächste Mal, wenn wir in Kalifornien sind, Dietmar, dann hoffen wir mal, dass Jim uns reinlässt, weil das letzte Mal, als ich da war, hat er selber in der Küche gestanden, uns das Essen gekocht und wir waren eine große Gruppe von Leuten. Und dann gab es natürlich Weine aus dem Keller bis zurück in die 90er, großartige Weine. Und da hat sich auch wieder diese Reifefähigkeit der Weine gezeigt. Außerdem natürlich auch die große Gastfreundschaft der Winzer in Kalifornien. Die schon was Besonderes ist. Aber was man nicht dort erwarten darf, also bei Jim zumindest auf dem Weingut, ist die klassische Domäne, das kleine, verspielte, alte Schloss oder so. Sondern Jims Weingut, also Aubon Climat, ist wirklich ein funktionales Gebäude, sieht eigentlich eher aus wie so eine Fabrikhalle als wirklich wie ein Weingut. Aber es scheint der Qualität der Weine keinen Abbruch zu geben. Also von daher. So, mit den Pinot Noirs fangen wir an und weiter geht's mit dem Zinnfandel. Eine Rebsorte, Pinot Noir wurde ja vor allen Dingen in den letzten Jahrzehnten eigentlich aus Kalifornien sehr gehypt und ist eine Rebsorte, die dort enorm am Wachsen ist, also sehr stark gewachsen ist in Sachen Anbaufläche und auch Produktion. Zinnfandel hat so ein bisschen weniger Hype abbekommen, ist eigentlich eine Rebsorte, die immer schon mit Kalifornien sehr eng verbunden war und auch so ein Stück weit die Rebsorte, die
am stärksten mit Kalifornien assoziiert wird. Dietmar hat es vorhin ja schon gesagt in seiner, Präsentation. Kein heimische Rebsorte eigentlich, sondern direkt verwandt mit dem Primitivo bzw. mit dem Tribidrac aus Kroatien. Wurde sie halt irgendwann eingeführt im 19. Jahrhundert. Hat sich dann aber relativ gut dort festgesetzt und ist mittlerweile meiner Meinung nach eine der spannendsten Rebsorten in Kalifornien. Das Besondere an Zinfandel ist einfach, dass es noch sehr viele richtig alte Weinberge gibt. Weinberge, die teilweise über 100 Jahre alt sind, teilweise sogar deutlich über 100 Jahre alt sind. Und das ist für mich was mich total begeistert, wenn ich durch so einen alten, knorrigen Weinberg gehe. Die Weinberge sind auch teilweise nicht bewässert. Also in Kalifornien ist es teilweise in vielen Ecken nicht möglich, Weinbau zu betreiben, ohne zu bewässern. Aber die alten Zinfandel-Weinberge brauchen das zum größten Teil nicht, weil sie es nie anders gekannt haben. Und so überstehen die kalifornische Hitze auch in den richtig heißen Anbaugebieten ohne Bewässerung. Und es ist außerdem eine Rebsorte, die eigentlich ähnlich wie Pinot Noir gar nicht so einfach ist im Weinberg. Also relativ schwer es ist relativ schwer, richtig gute Qualität beim Zinfandel hinzukriegen. Die Winzer, die das machen wollen, müssen viel Arbeit in den Weinberg stecken, dafür sorgen, dass diese Rebsorte, die relativ ungleichmäßig reift, stark runtergeschnitten wird. Man muss eine klare grüne Lese machen. Und selbst dann hat man am Ende in derselben Traube teilweise Rosinen, als auch gerade mal so reife Trauben, reife Beeren. Also von daher ist es keine Rebsorte, die einfach zu machen ist. Von daher sollte man die Rebsorte auch schätzen, weil sie meiner Meinung nach auch in ihrer aromatischen Intensität und Komplexität ganz ähnlich ist wie der Pinot Noir. Also für mich so ein bisschen ein Vergleich. Manch einen wird das ein bisschen verwirren, aber für mich hat Zinfandel manche Parallelen mit richtig guten Pinot Noir. Und so wollen wir einsteigen in die zwei Weine, die wir hier haben. Der erste ist der Gnarly Head Lowry Zinfandel und der zweite ist der Roos Vineyard von Ironstone, auch aus Lowry, also zwei Weine aus demselben Bereich, aus derselben AVA. Aber sehr unterschiedliche Weine in ihrer Stilistik, was ich spannend finde, weil man so halt einfach auch unterschiedliche Stile des Zinfandels, die unterschiedlichen Gesichter des Zinfandels mal zu sehen bekommt. Der Gnarly Head ist von Old Vines, das heißt, dass die Reben im Schnitt über 50 Jahre alt sein müssen. Und diese Konzentration riecht man auch im Wein meiner Meinung nach. Sehr klare Fruchtaromatik, also es geht wirklich sehr stark in diese reife Kirschfrucht, ein bisschen Brombeere. Man hat aber auch Gewürznoten. Hier auch findet man so ein bisschen Vanille, Zinfandel und amerikanische Eiche funktioniert sehr gut oftmals, wenn man das gut miteinander verbindet. Und hier ist das meiner Meinung nach gut integriert. Man hat hier französische und amerikanische Eiche. Die amerikanische Eiche kommt durch, übertüncht aber nicht den Wein, sondern kombiniert sich sehr gut mit den Fruchtaromen. Im Gaumen hat man Schmelz und Fülle und das ist halt auch ganz klassisch für Zinfandel. Zinfandel ist kein Weinchen, sondern Zinfandel ist ein richtiger Wein, der den Mund füllt, alle Papillen auf der Zunge bedeckt. Aber richtig guter Zinfandel sollte nicht zu schwer sein, sondern frisch enden und das macht dieser Wein meiner Meinung nach, belebt am Ende den Abgang und ist ein wirklich sehr, sehr zugänglicher, spannender Wein. Der nächste, der Ironstone, kommt wie gesagt vom Roos Vineyard, ein ziemlich bekannter Weinberg und hier handelt es sich um einen Ancient Wine Zinfandel. Das ist eine offizielle Klassifizierung im Lowry und bedeutet, dass die Reben im Schnitt über 100 Jahre alt sein müssen. Also über 100 Jahre alt. Und dafür gibt es eine eigene Klassifizierung. Also ich weiß gar nicht, wo ich hier in Deutschland Weinberge finde, wo man sagen kann, die Reben sind über 100 Jahre alt. Aber da gibt es auf jeden Fall nicht genug für, um eine eigene Klassifizierung dafür einzuführen. Und im Lowry geht das aber. Der Weinberg hat überlebt die Zeit, wo Zinfandel nicht so beliebt war, weil er für die Produktion von White Zinfandel verwendet wurde. Dieser leicht roséfarbene, bekömmliche, leicht süße Wein. Und man muss es dem White Zinfandel danken. Also jeder, auch der vielleicht den White Zinfandel hin und wieder mal verflucht,
Man muss es ihm danken, dass er dafür gesorgt hat, dass viele dieser alten Weinberge überlebt haben. Stilistik ist ganz anders, meiner Meinung nach. Hier hat man wieder diese reife Kirschfrucht, aber man hat eine feine Würzaromatik vom Holz, die eher so in die Richtung französische Eiche geht, von der Stilistik her. Ist eher so ein bisschen was Pfeffriges dabei, was Würziges. Und am Gaumen spürt man die Konzentration der Trauben, aber der Wein ist nicht sättigend, sondern eigentlich ziemlich belebend, hat auch eine griffige Struktur, also gar nicht so diese samtige, pelzige, saftige, sondern so ein Stück weit griffig und zugreifend. Von daher durchaus auch ein Sinnwandel, den man eine Weile lang liegen lassen kann, um ihn noch so ein bisschen abzurunden, geschmeidiger zu machen, bekömmlicher zu machen. Finde ich ein sehr spannender Wein. So, von den Sinnwandels gehen wir jetzt weiter zum König der amerikanischen Rotweinszene zumindest, zum Cabernet Sauvignon. Wir haben 4 Cabernet Sauvignons und das hat auch einen guten Grund. Cabernet ist so ein Stück weit die Rebsorte, die in Kalifornien wunderbar gedeiht und dadurch auch sehr, sehr erfolgreich ist, sehr gerne getrunken wird. Die Amerikaner selber trinken ihren Cabernet Sauvignon sehr gerne. Und auch im Export sind das die Weine, die in der Regel am begehrtesten sind. Das Besondere an Cabernet in Kalifornien ist so ein Stück weit, dass es wenig andere Anbaugebiete auf der Welt gibt, die sich auf Cabernet spezialisieren, wo Cabernet wirklich fast so in Reinform gut bekömmlich anregende, spannende Weine hervorbringt. Sie wissen ja alle, dass in Bordeaux Cabernet eigentlich immer geblendet werden muss, immer mit anderen Rebsorten verschnitten werden muss, damit er auch schon ein bisschen früher zugänglich ist, beziehungsweise überhaupt mal zugänglich wird. In Kalifornien hat man diese klimatischen Bedingungen, die es wirklich ermöglichen, dass Cabernet auch in Reinform wirklich geschmeidige, spannungsgeladene Weine hervorbringt, aber durchaus trotzdem Weine, die sehr lang reifen können. Cabernet ist aus den 60er, 70er Jahren, 80er Jahren aus Kalifornien, habe ich durchaus schon verkostet. Und das sind Weine, die teilweise immer noch komplett da waren. Natürlich nicht jeder Cabernet, keine Frage, aber die besonders guten überstehen wirklich Jahrzehnte und werden immer spannender und immer interessanter. Dabei hat Cabernet eigentlich noch gar nicht so eine lange Präsenz in Kalifornien. Eigentlich erst hat das Ganze erst so in den 70er Jahren richtig Fahrt aufgenommen. Damals war das Judgment of Paris, von dem Sie wahrscheinlich schon mal gehört haben, 1976, um genau zu sein, wo Steven Spurrier, der ja leider vor ein paar Wochen von uns gegangen ist, eine Verkostung geleitet hat, bei der die besten Cabernet Sauvignons und die besten Chardonnays aus Kalifornien gegen die besten Cabernet Sauvignons und Chardonnays aus Frankreich gestellt wurden in einer Blindverkostung. Und damals, Sie wissen es alle, hat der kalifornische Cabernet Sauvignon, aber auch der kalifornische Chardonnay die Franzosen hinter sich gelassen, was damals natürlich für einen riesen Aufruhr gesorgt hat, weil sich das keiner hätte vorstellen können. Ein Stück weit ist das natürlich ein knappes Rennen gewesen und es hätte auch wahrscheinlich in die andere Richtung ausgehen können, aber es hat gezeigt, dass Cabernet Sauvignon aus Kalifornien und Chardonnay aus Kalifornien ganz vorne mitspielen können in der ersten Liga und nicht irgendwie sowas ganz Exotisches sind, was man nicht ernst zu nehmen hat. Und damit hat Cabernet auch so ein Stück weit sich entfalten können und ist jetzt mittlerweile die meistangebaute rote Rebsorte. Mit Chardonnay liefert sich Cabernet ein starkes Kopf-an-Kopf-Rennen ab, wer die wichtigste Rebsorte in Kalifornien ist. Als rote Rebsorte auf jeden Fall der Cabernet Sauvignon. Und jetzt wollen wir mal diese 4 Weine so ein Stück weit aufbröseln. Der erste Wein, den wir verkosten, ist der Austin Hope Cabernet Sauvignon aus Paso Robles. Den verkoste ich jetzt gleich neben dem Louis Martini Cabernet Sauvignon aus Napa. Zwei meiner Meinung nach sehr unterschiedliche Stilistiken, die durchaus spannend sind oder es durchaus spannend sind, nebeneinander zu haben. Paso Robles ist weiter im Süden, also deutlich südlich von San Francisco, so ein Stück weit nördlich von Santa Barbara, wo wir vorhin waren mit dem, Au Bon Climat Pinot Noir. Aber Paso Robles ist deutlich stärker abgeschirmt vom Pazifik. Es liegt gar nicht mal so weit weg vom Pazifik, nur ein paar Meilen sind es von der Küste bis ins Anbaugebiet. Aber der Einfluss des Pazifik ist nicht so stark spürbar hier. Von daher kann man hier sehr reichhaltige, intensive
Cabernets produzieren. Die Hope Family ist damals nach Paso gekommen, um Apfelplantagen zu pflanzen und Cabernet Sauvignon oder beziehungsweise Wein zu pflanzen und hat sich dann irgendwann entschieden, dass sie sich lieber auf den Wein konzentrieren wollen und die Äpfel mal sein lassen wollen. Und produzieren mittlerweile sehr, sehr spannende, spannungsgeladene Weine. Hier hat man meiner Meinung nach deutlich mehr intensive Fruchtaromen, die halt dem wärmeren Klima in Paso geschuldet sind. Man hat Cassis-Fruchtaromen, auch so ein bisschen dieses Zedern und diese Zedernholzwürze, die man hat. Hier wird mit französischer Eiche ausschließlich gearbeitet, aber mit Doppeltbelegung. Also man arbeitet hier erstmal mit einer Lagerung für 11 Monate in Barriques. Davon sind aber nur 10% neu. Und dann werden die Weine in eine neue Ladung von Barriques quasi umgefüllt, wo der neue Eichenholzanteil, also der neue Anteil, bei 75% liegt. Dadurch hat man hier ein bisschen mehr Holzaromen, aber meiner Meinung nach sehr gut integrierte Holzaromen. Und am Gaumen hat man diese samtige Fülligkeit, also richtig mundfüllend. Es ist aber kein Wein, der irgendwie einen komplett wegreißt, sondern er hat Kraft und Fülle, er hat aber auch Frische hinten raus, durchaus lebendig und spannungsgeladen. Paso ist auch eine Ecke, die sehr gut geeignet ist für Rebsorten aus der südlichen Rhone. Und so gibt es dort auch spannende Weine aus den Rebsorten Grenache oder auch Syrah, Mourvèdre und so weiter und so fort. Dagegen wollen wir mal den Louis Martini Cabernet Sauvignon aus Napa setzen. Das Weingut gehört mittlerweile der Gallo-Familie, ist aber einer der absoluten Klassiker aus Kalifornien, auch so ein Stück weit ein Pionier der kalifornischen Weinbauszene und für mich immer wieder ein spannender Wein, der in der Regel in seinem Preissegment absolut überzeugen kann. Es ist ein Cabernet Sauvignon, der durchaus Spannung und Komplexität bietet, zu einem Preis, der durchaus noch sehr erschwinglich ist. Und das in Napa, wo Dietmar ja vorhin schon gesagt hat, dass die Trauben in Napa alleine sehr, sehr teuer sind. Napa hat sich einfach eindeutig zu der Hochburg für Cabernet Sauvignon in Kalifornien gemausert. Und dadurch, dass viele Weinberge nicht unbedingt den Weingütern gehören, die dort dazugekommen sind, sondern Winzern gehören, die Trauben produzieren im Grunde genommen, die Weinberge pflegen und dann die Trauben weiterverkaufen, ist der Preis für Trauben halt auch in Höhen gestiegen, wo man hin und wieder mal schlucken muss. Und dadurch müssen die Weine in der Regel auch ein bisschen teurer sein, damit der Winzer überhaupt damit sein Geld verdienen kann. Außerdem sind es natürlich Weine, die sehr, sehr gefragt sind in der ganzen Weinwelt. Und wie Sie alle wissen, Angebot und Nachfrage haben starken Einfluss aufeinander. Wenn das Anbaugebiet so klein ist wie Napa und so begrenzt ist und auch stark begrenzt ist, es gibt keine Möglichkeiten, das mehr groß auszuweiten, dann steigt der Preis halt einfach, wenn die Nachfrage dementsprechend groß ist. Hier haben wir meiner Meinung nach eine ganz andere Fruchtaromatik. Es ist, obwohl Napa auch durchaus ein wärmeres Anbaugebiet ist, aber nicht so warm ist wie Paso Robles, hat es eine feine Aromatik. Man hat hier so ein bisschen die rote Johannisbeere sogar in Kombination mit der schwarzen Johannisbeere, den Cassis-Noten. Man hat ja auch feine Zedernholzaromen, die sehr gut integriert sind. Also die Aromen, die durch das französische Barrique entstanden sind, so ein bisschen Rauchnoten, bisschen Tabak sogar. Also durchaus eine recht komplexe Aromatik. Ist auch ein Wein, der meiner Meinung nach sehr gut reifen kann. Also ich habe auch schon ältere Exemplare von Louis Martini aus Napa probiert und die Weine überstehen gut ein Jahrzehnt der Reife. Von daher sollte man sich sowas vielleicht auch mal hinlegen. Am Gaumen ist er reichhaltig und anpackend. Also hier merkt man auch wieder die Tanninstruktur. Durchaus Griff ist dabei und das zeigt so ein bisschen das, was ich vorhin gesagt habe oder beziehungsweise bestätigt das, was ich vorhin gesagt habe,
Die Weine müssen nicht sofort getrunken werden, sondern können auch gut ein paar Jahre hingelegt werden. Dann werden sie halt einfach nochmal ein bisschen geschmeidiger, ein bisschen runder, verlieren so ein bisschen den Gerbstoffkick. Oder man nimmt halt ein gutes Stück Steak und schmeißt es auf den Grill. Das würde auch dafür sorgen, dass die Tannine ein bisschen abgemildert werden, ein bisschen geschmeidiger werden. Jetzt haben wir als großes Finale zwei absolut spektakuläre Weingüter am Ende. Zwei Weingüter, die ich beide großartig finde, die vor allen Dingen halt einfach meiner Meinung nach dafür stehen, was in Kalifornien möglich ist mit der Rebsorte Cabernet Sauvignon. Der erste Wein ist der Rich Estate Cabernet Sauvignon vom Montebello Vineyard. Also es ist nicht der Montebello von Rich, das ist nochmal eine Stufe darüber, wenn man so sagen darf. Aber ist für mich immer wieder ein wahnsinnig spannendes Erlebnis, diesen Wein zu verkosten. Und das Weingut zu besuchen, ist auch immer wieder ein besonderes Erlebnis. Man kann sich es eigentlich gar nicht so ganz vorstellen, wie Leute damals im Ende des 19. Jahrhunderts auf die Idee kamen, da oben ein Weingut zu pflanzen, weil es ist immer noch relativ schwer, dorthin zu kommen. Also man muss eigentlich so einen schmale Straße, kann man schon nennen, ganz lange den Berg hochfahren durch die Wildnis und kommt dann irgendwann an diesem Weingut an, das über allem thront und so ein Stück weit auch nicht wie die meisten anderen Weinanbaugebiete inmitten eines Anbaugebiets ist, wo lauter Reben drumherum sind, sondern man hat so ein Stück weit dort einen ganz besonderen Ort geschaffen, der einzigartig ist, der damals auch in diesem besagten Judgment of Paris eine Rolle gespielt hat. Der Wein, einer der ersten Weine, die dort kommerziell unter der neuen Führung produziert wurden. Also das Weingut hat eigentlich in den 60er Jahren erst wieder angefangen, Wein zu machen kommerziell. Einer der ersten Weine, die dort hergestellt wurden, hat im Judgment of Paris den 5. Platz belegt. Und es gab auch immer wieder Neuauflagen dieser Verkostungen, wo der Rich Montebello den 1. Platz sogar belegt hat. Also durchaus Weine, die enorm spannend sind und halt auch besonders reifefähig sind. Also wirklich eine tolle Ecke. Ja, dem kann ich beipflichten, lieber Konstantin. In mir weckt dieser Wein allein schon die Nase, erweckt wunderschöne Erinnerungen an unseren Besuch dort auf Montebello. Also ich kann dem nur beipflichten, bis wir endlich oben waren von Cavatino. Das zieht sich endlos lang in den Serpentin. Aber wenn man dann oben steht, zwischen den uralten Rebstöcken, den Bushwines, und schaut runter auf das Silicon Valley, hält dann so sein Glas Wein in der Hand, das ist schon phänomenal. Und was ich bestätigen kann, also die Gastfreundschaft dort und auch auf den anderen Weingütern war wirklich riesengroß. Und wirklich großzügigst durften wir verkosten. Der Montebello selbst war natürlich auch dabei. Wir hatten das Glück, wir waren kurz vor der Lese der Cabernets und konnten dann tatsächlich auch mal so die einzelnen Trauben oder die einzelnen Beeren durften wir probieren, durch die Weinberge geschlendert. Das war wirklich eine ganz, ganz große Sache. Und bei denen ist es so, dass unter der Woche, das weiß ich noch, war es wirklich nur in ganz kleinen Gruppen möglich, das Weingut zu besuchen. Und am Wochenende ist dann tatsächlich geöffnet fürs Publikum. Da gibt es tolle Lounge-Möbel. Man muss nur aufpassen, darf nicht so sehr von den Wegen abweichen, weil da steht überall Beware of Rattlesnakes. Also von der Klapperschlange möchte ich jetzt auch nicht gebissen werden. Aber ich denke, wenn man sich da sorgsam aufführt, dann passiert auch nichts. Aber ganz vorne waren die Weine und wie gesagt, für mich einer der ganz Großen in Kalifornien. Ja, absolut. Also oftmals wird es halt so ein Stück weit vergessen, dass Rich eigentlich nicht im Napa ist, wo ja viele der bekannten Weingüter sitzen, sondern in den Santa Cruz Mountains. Wie Dietmar gerade sagte, Berglagen relativ hoch, recht kühl dadurch auch, recht stark auch durch den Pazifik beeinflusst. Vor allen Dingen mit diesem Ausblick auf Silicon Valley, was ja auch bestimmt spannend war, die letzten Jahrzehnte zu beobachten, wie sich diese Ecke, dieses Tal von einem landwirtschaftlich geprägten Bereich in eines der absoluten Tech-Hubs entwickelt hat. Aber die Weine von Rich hat es gar nicht interessiert, weil die haben einfach über die Jahrzehnte so mehr oder minder dasselbe gemacht, was sie am Anfang gemacht haben, was sie sich selber versprochen haben. Und die Weine selber sind halt auch wirklich Weine, die Jahrzehnte ohne Probleme überdauert haben. Ich habe damals bei meinem letzten Besuch den 65er Montebello verkostet, der damals ja, ich hatte es ja vorhin gesagt, in den 60ern ging es erst los.
Gerade mal so einer der ersten Jahrgänge, und der war immer noch da. War nicht mehr perfekt, aber war immer noch da. Also durchaus spannend zu sehen, wie lange diese Weine reifen können. Was oftmals auch vergessen wird, bei Rich wird ausschließlich, das eine oder andere Fass gibt es, was nicht aus amerikanischer Eiche ist, aber eigentlich werden alle Weine durch 100% US-Eiche in US-Eiche gelagert. Das merkt man bei dem Wein selber oftmals gar nicht so. Diese Vanillearomen, die man doch oft aus amerikanischer Eiche kennt, findet man hier gar nicht, sondern man hat eine sehr feine Stilistik, die einfach dadurch geprägt ist, dass man sehr, sehr genau auswählt, welches Holz verwendet wird und genaue Vorstellungen hat, wie das Holz verarbeitet wird. Und dann präsentiert sich das Holz einfach ganz anders. Hier in dem Wein hat man zum einen die reife Cassis-Aromatik, man hat auch so ein bisschen was von Brombeere, man hat aber auch so leichte Kräuternoten, so ein bisschen Thymian, Rosmarin, so die Richtung. Außerdem hat man hier wieder so ein bisschen die Zigarrenkiste, also so diese Holzaromatik, die durch die Reifung im Barrique entsteht. Aber wie gesagt, nicht diese Vanillearomen, die man sich sonst so von amerikanischer Eiche vorstellt. Und am Gaumen merkt man auch so ein Stück weit, was Rich besonders macht. Man hat zum einen diese wunderbar reife Fruchtaromatik, aber am Gaumen eine sehr präzise Struktur. Der Wein ist überhaupt nicht breit und füllig, sondern eher lang und schlank und griffig. Diese Struktur sorgt halt einfach dafür, dass die Weine sehr lange reifen können und auch sehr gut geeignet sind im Einsatz im Restaurant, als Begleitung zu zum Beispiel einem gegrillten Steak oder sowas in der Richtung. Man kann natürlich auch mit Rinderfilet arbeiten. Sowas funktioniert wunderbar mit den Weinen von Rich und auch mit diesem Wein. Jetzt kriege ich langsam Hunger. Von daher machen wir mal weiter mit dem nächsten Wein. Ich hatte es ja vorhin schon gesagt, auch wieder einer der Klassiker eigentlich aus Kalifornien, Silver Oak, hat ein ganz besonderes Etikett, finde ich schon mal, sticht einfach heraus, aber die Qualität der Weine steht dem in nichts nach. Ein Weingut aus dem Sonoma, der Wein hier kommt aus dem Alexander Valley, also im nördlichen Sonoma, eine Ecke, die deutlich wärmer ist. Also wir hatten ja am Anfang den ersten Wein aus Sonoma, aus der Pinot Noir, vom Russian River Valley. Hier sind wir im Alexander Valley, was deutlich weiter nördlich ist und dadurch auch deutlich stärker vom pazifischen Einfluss abgeschirmt ist. Die Bergketten sorgen dafür, dass der Wind vom Pazifik nicht die Weinberge so stark berührt. Deswegen kann man hier wunderbar Cabernet Sauvignon reifen lassen, aber auch Rebsorten wie Zinfandel zum Beispiel gedeihen dort sehr gut. Pinot Noir nicht mehr so sehr, weil es halt einfach deutlich wärmer ist, als man es weiter im Süden von Sonoma kennt. Ich nutze die Pause ganz kurz und darf Sie ermuntern in der Schweiz, liebe Gäste, Sie dürfen gerne Ihre Fragen in den Chat stellen. Ich sehe gerade schon eine, die werden wir nachher beantworten. Also wenn Sie mögen, trauen Sie sich, schreiben Sie, was Sie auf dem Herzen haben, was Sie wissen wollen. Dann haben wir nachher noch abschließend ein paar Minuten Zeit, um Ihre Fragen zu beantworten. Konstantin, sorry für die Unterbrechung. Nee, gerne. Also Fragen sind natürlich mehr als willkommen. Von daher bitte Fragen stellen. Wir nehmen uns die Zeit und beantworten alles gerne. Also hier hat man jetzt eine andere Stilistik meiner Meinung nach als beim Vorgänger, obwohl die Verarbeitung grundsätzlich eigentlich gar nicht so stark voneinander abweicht. Hier wird auch amerikanisches Holz verwendet. Das Weingut hat sogar seine eigene Küferei, wo sie ihre eigenen Barriques herstellen, so ein bisschen wie bei Chateau Margaux, wo das ja auch gemacht wird. Aber die Aromatik der amerikanischen Eiche ist deutlich spürbarer. Es hat halt mehr so diese Vanillearomen, ein bisschen Gewürznoten, kombiniert mit den reifen Fruchtaromen dennoch. Also es ist nicht so, dass das Holz die Frucht übertüncht, sondern die Frucht ist einfach präsent, reichhaltig und intensiv. Und so merkt man halt auch, dass das Holz nicht so sehr, wie wenn man einen leichteren, dünneren Wein hat. Beides wird sich aber noch weiter verschmelzen über die Jahre und sich noch besser kombinieren und dann eine Einheit bilden, die man nicht mehr auseinanderziehen kann.
Am Gaumen hat der Wein durchaus Kraft und Fülle. Für mich auch als, im Vergleich zum Richard zum Beispiel sieht man halt noch mal ein bisschen mehr die Wärme des Alexander Valleys, ein bisschen mehr Reichhaltigkeit und Intensivität, rundere Tannine, die ein bisschen schmelziger sind. Aber auch hier endet der Wein frisch und belebend. Also es ist kein Wein, der satt im Mund hängt, sondern so ein Stück weit auch mit seiner frischen Säure den Abgang halt wieder belebt. Und aufgrund seiner Fülle aber durchaus wunderbar geeignet ist für ein bisschen reichhaltigere Gerichte, die ein bisschen mehr Kraft mit sich bringen. Ja, was mir wirklich ganz gut gefällt, ist tatsächlich die Trinkigkeit, der Zug, der Trinkfluss. Die machen wirklich Lust auf den nächsten Schluck und so soll es auch bei einem hervorragenden Wein sein, denke ich. Das stimmt. Ja. Aber so ein Stück weit hatten wir jetzt hier auch wirklich mit diesen 8 Weinen eine kleine Reise durch Kalifornien hinter uns gebracht. Ich finde, die Stilistiken in Kalifornien sind halt einfach wahnsinnig spannend. Von daher ist es durchaus ein Anbaugebiet, mit dem man sich intensiver beschäftigen sollte, um halt einfach auch zu erleben, was da alles passiert. Und es passiert regelmäßig sehr viel Neues. Jedes Mal, wenn ich dort wieder hinkomme, habe ich das Gefühl, die Welt hat sich komplett verändert. Von daher ist es nötig, am Ball zu bleiben. Und ich glaube, Capstone wird auf jeden Fall dafür sorgen, dass man einen direkteren Bezug zu Kalifornien aufbauen kann, klarer verstehen kann, worum es in Kalifornien geht, was die Szene bewegt und auch was die Böden, was das Klima, was die Menschen so besonders macht. Weil das, auch all das schmeckt man dann auch wieder im Wein. Von daher, umso mehr man darüber weiß, umso mehr man über die Hintergründe weiß, desto besser kann man dann die Weine verstehen. Von daher hoffe ich, dass Ihnen die Weine gemundet haben, Ihnen die Ausführungen vielleicht auch ein bisschen weitergeholfen haben. Und jetzt sind wir ganz offen für alle Fragen, wenn es denn welche gibt. Wenn es keine Fragen gibt, ist es auch in Ordnung. Dann machen wir halt früher Feierabend. Ja, vielen Dank, lieber Konstantin, für diese tolle Verkostung. Ich war ganz gebannt und habe dir zugehört. Es ist halt, man merkt schon, dass du dich sehr intensiv mit kalifornischen Weinen beschäftigst und kennst ja quasi so jeden Schlupfwinkel und jede Abzweigung, so fühlt es sich zumindest an. Und da denke ich, da konnten Sie zu Hause jetzt in der Schweiz auch viel mitnehmen. Was uns noch so ein bisschen fehlt, sind Ihre Fragen. Die erste werde ich gleich mal aufgreifen, Konstantin. Ich glaube, das darf ich an dich weitergeben. Was kostet der Ironstone? Ja, das weiß ich nicht, aber ich habe hier gerade schon die Notizen zugesteckt bekommen. Es sind 35 US-Dollar ab Keller. Also ich weiß jetzt nicht genau, was das dann in der Schweiz bedeutet, aber die Preise haben wir nicht. Aber so in dem Preisrahmen spielt sich das ab. Das Tolle beim Zinfandel ist halt einfach, dass Zinfandelweine eigentlich relativ günstig sind für das, was sie darstellen. Wie gesagt, die alten Weinberge, die aufwendige Weinbereitung. Von daher sind das meiner Meinung nach immer noch so ein Stück weit das Segment in Kalifornien, dass man auch ohne die ganz große Börse, das ganz dicke Portemonnaie relativ einfach erschließen kann. Der Einstieg ist natürlich nochmal deutlich günstiger, wenn es um Sinnwandel geht. So, und jetzt kommen die Fragen, ja, so langsam ploppen sie auf. Die Frau Heinz würde gerne wissen, auf welchen Böden wachsen die letzten beiden Weine, die beiden Cabernets, die letzten? Ja, also der Rich ist auf eine Mischung, also man hat dort oben in den Santa Cruz Mountain relativ steinhaltige Böden, also es sind relativ karge Böden, man hat so ein bisschen Lehm Gravels, also Kiesgestein dort, also relativ magere Böden, die nicht viel den Reben geben und so dafür halt auch sorgen, dass man halt einfach recht strukturierte Weine bekommt, also die Reben kämpfen müssen, um an das zu kommen, was sie brauchen. Beim Silver Oak, muss ich sagen, bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Ich würde sagen, also im Alexander Valley sind es auch größtenteils Lehmböden mit Gesteinseinschlüssen, also alluviale Böden. Hier ist man ja auch am Russian River direkt, also die Weinberge liegen direkt an dem Fluss, der auch unten der AVA Russian River den Namen gibt. So hat man hier halt an den Flussufern, so ein bisschen wie in Bordeaux, halt Gesteinsböden, also alluviale Böden, die Gesteinsbrocken aus dem ganzen Land quasi mit dem Fluss in die Gegend getragen haben.
So, dann darf ich gleich die nächste Frage von Herrn Schneeberger vorlesen. Weshalb ist Merlot so unterrepräsentiert und nicht wirklich geschätzt in Kalifornien? Ja, das ist eine gute Frage. Also in der Verkostung ist Merlot tatsächlich nur mit ein paar Prozent vertreten. Also im Silver Oak sind 4% Merlot mit dabei. Die Rebsorte ist aber meiner Meinung nach weiterhin eine Rebsorte, die für Kalifornien steht und auch weiterhin gerne in Kalifornien getrunken wird. Ein Stück weit ist ein Problem für die Bedeutung von Merlot in Kalifornien gewesen, dass die Stilistik teilweise nicht mehr das ist, was Sommeliers oder Weinjournalisten heutzutage suchen. Die Weine oftmals ein bisschen zu breitschultig, reichhaltig, schmelzig ausgebaut wurden. Das andere Problem war, der Untergang von Merlot war so ein Stück weit die große Chance für den Pinot Noir. 2004 kam ein Film raus in den USA, Sideways heißt der, wo es eigentlich darum geht, dass ein Schriftsteller nach Santa Barbara reist mit seinem Freund und so ein bisschen da durch die Tasting Rooms fährt und verkostet und isst. Diese Person ist ein großer Pinot Noir-Fan und hasst Merlot. Das hat durchaus spürbar dafür gesorgt, dass die Nachfrage nach Pinot Noir deutlich gestiegen ist, weil der Film halt einfach erfolgreich war und auch gut gemacht ist. Ich weiß jetzt nicht, ob er meine Begeisterung für Merlot geschmälert hat, aber in Amerika war das durchaus so, dass mehr Pinot Noir nachgefragt wurde und Merlot weniger nachgefragt wurde. Also von daher ist das auch einer der Gründe. Aber ich mag Merlot sehr gerne, von daher. Ein toller Film, den ich schon mehrfach angeschaut habe, also um eben wieder in Erinnerungen zu schwelgen. Es lohnt sich für Sie, wer ihn noch nicht kennt, einfach mal reinschauen. Die nächste Frage von Herrn Schöni. Stammen die beiden degustierten Pinots von Burgunderklonen? Ja, also das ist in Kalifornien auch echt ein Thema, das super wichtig ist. Also hier haben wir 103, 114, 113, 115 und 2A im Wein Nummer 2, also in dem Aubin Climat. Und der Wein Nummer 1 ist 113. Also in Kalifornien auch einer der Gründe, warum Pinot Noir da so schnell so erfolgreich werden konnte, ist wohl die Tatsache, dass das grundsätzliche Rebmaterial dort hervorragend ist. Also sehr gute Klone im 20. Jahrhundert eingeführt wurden, aus dem Burgund auch direkt importiert wurden und dort dann verbreitet wurden. Und das hat sicherlich dafür gesorgt, dass das grundsätzliche Klonmaterial, das grundsätzliche Rebmaterial für Pinot, aber auch für Chardonnay so gut ist, dass die Qualität der Weine relativ schnell, auch mit jüngeren Anlagen, muss man auch noch dazu sagen, relativ schnell auf einem sehr hohen Niveau, auf ein sehr hohes Niveau gebracht werden konnte. Ja, ich sehe, so langsam verstummen die Fragen, dann glaube ich, werden wir langsam zum Schluss kommen. Wichtig nochmals für Sie in der Schweiz, bitte denken Sie daran, Sie bekommen von Frau Oehrlein von California Wines Schweiz, von Organize, eine E-Mail, da kriegen Sie einen Zugang oder bekommen den Link, wo Sie sich dann bei uns anmelden können. Nochmals dran denken, diese besondere Belohnung, der Anreiz für Sie heute, die dabei waren, Sie bekommen den Level 1, also kostenfrei. Das finde ich eine ganz schöne Sache. Immer dran denken, nur über unsere Winophilium Wine Academy bekommen Sie dann auch die genannten reduzierten Preise. Von meiner Seite aus würde ich mich gern bei Ihnen verabschieden. Mir hat es persönlich ganz, ganz viel Spaß bereitet. Ich hoffe Ihnen an Ihren Bildschirmen auch. Und für mich war es eine ganz tolle Erfahrung, mit Konstantin Baum, Master of Wine, gemeinsam dieses Event moderieren zu dürfen. Von dem her herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und auch vielen Dank an dich, lieber Konstantin. Danke, Dietmar. Gerne. Ja, vielen Dank und auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Wiederluege heißt es, ja, glaube ich. Ah ja, genau. Wiederluege.